your name and where you're from. I'm from Germany, from Saarbrücken. It's in the southwest part of Germany, and I started in Saint-Juan in France. Das ist vor den Pyrenäen. Ich bin also über die Pyrenäen gelaufen nach Roncesvalles und bin dann bis hierher jetzt gegangen, also etwa 210 Kilometer, ungefähr 210 Kilometer. Ja, ich bin etwa 10 Tage jetzt unterwegs und man übernachtet ja immer in Herbergen. Das ist eigentlich sehr günstig und man lernt viele, viele Menschen kennen, aller Nationen, aller Sprachen. Und ich habe halt hier die eine Hose jetzt deswegen an. Das ist also eine abnehmbare Hose hier mit einem Reißverschluss. Und ich habe hier eine leichte Sonnenallergie hier. Und dass die mich nicht quält, deswegen habe ich heute ein Bein mit der langen Hose und eins halt mit kurz. Normal gehe ich, die ganzen Tage bin ich beide kurz gegangen und heute habe ich das verlängert. Weil, ja, es ist halt eben eine Sonnenallergie, das schmerzt. Und es ist ja hier kein Schönheitswettbewerb, deswegen mache ich das halt so. Der Grund, warum ich hier gehe, ist verschiedenartig. Es ist einerseits, ich will also nur gehen bis Burgos, weil ich nicht länger Zeit habe. Ich habe also 14 Tage etwa Zeit und ich gehe bis Burgos und fahre dann wieder zurück mit dem Bus nach Deutschland. Und ja, es gibt mehrere Gründe, warum ich gehe. Eines war halt, um zu sehen, ob ich das durchhalte, diese ganze Strecke. Und ein anderes Motiv ist auch etwas spiritueller Natur, dass man irgendwie so was wie eine Selbsterfahrung hat. Ja, auch religiös, ein wenig religiös, aber vor allem auch spirituell. Dieser Weg ist ja ein alter Pilgerweg, 1000 Jahre alt, und es ist wohl auch ein Weg, den der Templerorden hier sehr stark beschützt hat. Und es gibt manche Kirchen, zum Beispiel in Eunate gibt es eine Kirche, und also so ein kleine Kapelle, und da merkt man schon, das sind also ganz besondere Orte auch auf diesem Weg. Der ganze Weg ist irgendwie, ja, das ist also was Besonderes, diesen Weg zu gehen. Man merkt das. Man hat irgendwie eine Kraft, die einen zieht. There's a power you feel every day and you cannot resist. You must walk this way. Ja, es gibt viele auch, die machen das mit dem Fahrrad. I don't like the bike on this way. Ich finde das richtiger, wenn man halt hier geht, richtig geht, zu Fuß geht. Das ist vielleicht zu viel.